Hallo und herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Heute aus München, denn wir waren gestern hier zusammen auf einem Creator Event und ich freue mich sehr, dass hier heute Kiki von Kikis Kitchen mit mir sitzt. Herzlich willkommen. Stell dich doch kurz vor, bitte. Ja, hallo Georg, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich bin die Kiki vom Food-Kanal Kikis Kitchen. Ich mache alles rund um Rezepte, Backen, Kochen und Co. und habe inzwischen auch einen großen Online-Shop mit allen Produkten, die das Backen und Kochen erleichtern sollen. Ja, du warst gestern Abend hier in München bei uns bei Google auf einem Creator-Treffen, wo ca. 150 Creatorinnen und Creator waren. Und du durftest auch on stage sozusagen ein bisschen über dein Leben und dein Business erzählen. Und deswegen sitzen wir heute hier zusammen. Freue mich sehr, dass du ein bisschen in die Tiefe gehst mit uns, wie du das machst, mit wem du das machst. Und beschreib doch mal ganz kurz, was für Videos sehen die Menschen auf deinem Kanal Kikis Kitchen? Genau, also seit Ende 2016 sehen meine Zuschauer einfach Backrezepte und Kochrezepte alle so einfach erklärt, dass sie Anfänger nachmachen können, aber auch Fortgeschrittene sich nicht langweilen während des Videos. Und es gibt wirklich von süß bis herzhaft, aber auch generell Dinge rund um den Globus, alles, was das Herz begehrt eigentlich. Ja, ich habe selber mal reingeschaut. Das meistgeschaute Video ist ja, glaube ich, mit über 2 Millionen Views. Der San Sebastian Cheesecake. Ja. Ja, oh Gott, und der ist so lecker. Das ist der cremigste Cheesecake der Welt. Und der hat auch eine Geschichte, auch so eine leicht emotionale Geschichte. Es war nämlich so, dass Hamza und ich, also Hamza ist mein Mann und Mitbegründer von Kikis Kitchen, und der hat mit mir zusammen, wir waren in den Flitterwochen, haben gleichzeitig mit der Hochzeit unseren Online-Shop gegründet und sind umgezogen. Es war eine sehr turbulente Zeit. Wir haben Flitterwochen gemacht in der Türkei und plötzlich hat es am Urlaubsort total geregnet, weil es war einfach Anfang April. Und so gestresst wie wir waren, haben wir nicht mal in den Wetterbericht geschaut. Haben abgebrochen und sind nach Istanbul, weil das, da kannst du ja, da ist ja egal, ob es regnet oder nicht. Und dann haben wir da den San Sebastian Cheesecake entdeckt. Der war bis dato noch komplett unbekannt und ich fand den so lecker, dass ich das Rezept einfach zu Hause experimentiert habe. Und dann habe ich die Leute verrückt gemacht. Und seitdem kriege ich anfangs täglich, mittlerweile immer so an den Wochenenden, Fotos zugeschickt von den Zuschauern, dass sie den nachmachen und genauso verrückt danach sind wie wir. Weißt du was, ich könnte jetzt mein Handy auch rauskramen und dir auch ein Foto schicken, denn ich habe am Freitag für meine Frau, die Geburtstag hat am Wochenende, genau diesen Kuchen gebacken. Und ich muss sagen, du hast recht. Er ist wirklich der beste Cheesecake der Welt. Ich habe ihn auch gemacht und genossen. Ist auch oben schön schwarz geworden, weil ich ja genau deine 31 Minuten eingehalten habe, beziehungsweise also nicht ich. Ich musste meine Tochter abholen, das hatte eine Freundin dann rausgeholt, weil es war wirklich bei 31 Minuten. Ich habe dann da angerufen und habe gesagt, du musst das bei 31 Minuten rausholen. Also ich habe deine Anweisungen genau befolgt, beziehungsweise die Freundin von uns. Und er ist wirklich perfekt geworden. Vielen Dank. Ich hatte dadurch auch noch ein schönes Geschenk zusätzlich. Also es ist wirklich eine tolle Erfahrung gewesen, auch mit Vorspulen, Zurückspulen, und man muss ja da so ein bisschen, wie gesagt, ja auch backen, ne? Mhm. Und das ist wirklich eine tolle Erfahrung gewesen und deswegen verstehe ich, dass da so viele Menschen jetzt schon ein View gelassen haben. Also, aber ist das nicht verrückt, dass die Leute wollen, dass der Cheesecake verbrennt? Früher hast du darauf geachtet, dass der bloß nicht verbrennt, und beim San Sebastian Cheesecake soll, ich sage immer, karamellisiert sein, die Oberfläche. Ne? Aber es ist schon crazy. Und dass man auch einen Kuchen stürzt, da hat ja Oma damals immer gesagt, Kuchen wird nicht gestürzt, und das, da brichst du ja jede Regel. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja, aber wirklich ein tolles Erlebnis, und das war so sehr, sehr schön zu sehen. Und wenn ich dann weitergehe, den Kanal runter, dann gibt es so ein Video mit 2 Millionen Views, das ist Tiramisu. Es geht weiter, Plätzchen backen. Also das sind so wirklich auch so, ich sag mal, Sachen, die jeder kennt und die jeder auch mal schnell machen möchte. Mhm. Ne? Also ist das so ein bisschen so die Brand-Strategie, vielleicht, weiß ich gar nicht, oder ist das daraus entstanden, so dass man erstmal, dass du erstmal so machst, okay, was wollen denn viele Menschen machen eigentlich? Genau, also das sind so Evergreens, die gehen immer, ne? Tiramisu oder bei herzhaften Rezepten Lasagne oder Pastagerichte. Ne? Aber natürlich setzen wir Steckenpferde darauf, dass natürlich auch die Klicks stimmen, die Views stimmen, aber auch mal Ausreißer und auch selbst ausgedachte Rezepte. Also keine Rezepte, die man kennt, wie Cinnamon Buns zum Beispiel, die gehen auch immer. Aber dann denke ich vielleicht nochmal weiter, entwickle meine eigene Variante. Es gibt aber auch Videos, wo ich genau weiß, die werden jetzt nicht ganz so gut geklickt, aber ich will, dass die Leute mich ja auch finden. Also jeder, der irgendwie mal ein Rezept sucht, soll einfach mal auf meinem Kanal stoßen. Und mit, ich glaube, über 800 Longform-Videos bin ich da jetzt ganz gut mit dabei. Ja, also du hast jetzt wie viele Abonnenten auf dem Kanal? Auf YouTube 660.000. Genau, und du machst jeden Tag ein Shortform-Video, also ein Shorts. Und also genau.
und auch Longform. Also du bist eine Multiformat-Creatorin. Ja? Du machst sozusagen beides perfekt, wie wir sagen. Und das merkt man auch, ne? Im Wachstum wahrscheinlich. Shorts ist ja auch ein Push für deinen Kanal. Absolut, absolut. Also es ist ja auch so, dass ein Short-Video ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist viel, 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 viel leichter, aber es geht natürlich, ich nehme mir mein Handy, die Qualität ist ja mega zum Beispiel. Ich habe jetzt das neueste iPhone zum Beispiel, schneid darauf direkt, steck ein Mikrofon dran, mach mein Voice-Over. Und wenn ich aber ein Longform-Video mache, dann kommt meine liebe Kamerafrau zu mir, dann wird da 6 Stunden gedreht, dann wird 8 Stunden nochmal geschnitten und so weiter. Shorts gehen halt schneller, machen mir gleich viel Spaß und bringt auch nochmal richtig viel Reichweite. Also da zum Beispiel auch wieder, San Sebastian Cheesecake ist da auch als Short, habe ich es einfach mal, ich packe den ja selber auch total oft, einfach mal gedreht, hochgeladen und ich glaube auch eines der bestgeklickten Shorts. Ja, ist auch, habe ich auch gesehen, ja. Ja, du hast gerade verraten, Kamerafrau, bisschen mal in das Management deines Kanals zu gehen, fände ich jetzt interessant. Wie bist du denn aufgestellt? Also gibt es Mitarbeiter bei euch? Machst du das und dein Mann alles alleine? Genau, also es sind so verschiedene Bereiche. Das Creator-Dasein, da sind wir ein recht kleines Team. Das bin ich, das ist meine Kamerafrau und die schneidet die Videos auch. Ich habe aber auch eine externe Cutterin noch, falls es dann mal zu viel wird. Die ist im Homeoffice, die sitzt in München. Die habe ich auch noch nie persönlich kennengelernt, aber da reicht mir der Kontakt per Telefon. Und wenn es hart auf hart kommt, der Hamza, der kann auch noch schneiden und filmen. Früher hatte der Hamza immer alles gefilmt. Irgendwann haben wir dann den Online-Shop gegründet und dann hat er auch mit wachsender Verantwortung sein Handy immer wieder geklingelt während des Drehs. Da musste ich die Sahne steif schlagen und das sind ja wirklich nur Sekunden, wo die Sahne dann steif wird oder dann auch mal überschlägt und nicht mehr zu gebrauchen ist. Dann sage ich, Hamza, schnell, film in die Schüssel. Er hat in dem Moment einen wichtigen Anruf bekommen und das ist zu oft vorgefallen. Dann haben wir gesagt, okay, Hamza geht da ein bisschen mehr in die Online-Shop-Schiene. Im Online-Shop haben wir derzeit 38 Mitarbeiter, sehr viele Kommissionierer, die nichts anderes machen, als unsere Ware zu verpacken und zu verschicken, Lagerleiter, Einkäufer etc. Dann habe ich im Marketing noch zwei Mitarbeiter, die bespielen dann quasi die Seiten des Online-Shops, also meine eigene Seite, da gebe ich nichts ab, das mache ich selber. Und dann haben wir jetzt auch im Offline-Geschäft ein Store und ein Café eröffnet vor 1,5 Jahren und da sind es aktuell insgesamt, ich glaube, 30 und eine Auszubildende haben wir jetzt auch noch. Wow, also wenn ich jetzt mal zusammenrechne, wo sind wir denn jetzt? 60 Mitarbeiterinnen, kann das sein? Wir sind insgesamt mit allem drum und dran bei 78 aktuell. Wow. Und wann hast du nochmal mit YouTube angefangen? Also Ende 2016, genau. Erst hobbymäßig. Das ist ja toll. Dann kannst du und ihr euch beide ja Unternehmer nennen, ne? Also das ist ja eine sehr große Unternehmung mittlerweile geworden. Mhm. Und absolut, ja. Du bist, das finde ich so spannend, also in die Offline-Welt gegangen. Ihr kommt aus Bochum und lebt dort und habt auch dieses Café, von dem du gerade sprichst, dort eröffnet. Das war letzten Sommer. Kannst du das nochmal kurz erzählen? Genau, das ist untypisch. Genau, das ist untypisch, weil man weiß, okay, das Steckenpferd wird gesetzt auf Online. Alle wollen vom Offline-Handel in den Online-Handel. Und wir haben es genau umgekehrt gemacht. Grund war, da muss ich auch zusagen, dass der Hamza mich so ein bisschen angestachelt hat, weil ich finde, wir haben schon genug Stress in unserem Leben, aber gut, dann haben wir das einfach gemacht, weil ich wollte auch, dass die Menschen die Produkte, die wir rausbringen, anfassen, weil man hat sehr oft den Stempel drauf, ach, ist sowieso nur ein Influencer-Produkt, da wird nur das Label draufgeklatscht, ganz lapidar gesagt und verkauft und das ist bei uns einfach nicht so, ne? Also zum Beispiel Pfannen und Töpfe, es ist so ein schwieriges Thema. Ich habe so lange gesucht, bis ich einen Hersteller gefunden habe innerhalb Deutschlands, der stellt die ganze Produktion um, wenn für uns produziert wird und macht das nach meinen Anforderungen. Ist nur ein kleines Beispiel. Was für Anforderungen muss das denn haben? Und die Beschichtung, die Beschichtung, das Gewicht, also einfach das Gesamtpaket. Ne? Und wir haben 600 Produkte bei uns im Onlineshop, davon ist die Hälfte auf Eigenlabel quasi, meine eigene Marke. Ne? Wir haben natürlich auch Fremdmarken da. Mir war wichtig, dass die Zuschauer das auch mal vor Ort anfassen können, dass die sich einen Eindruck dadurch gewinnen können. Und dann war im Einkaufscenter, wir sind in Bochum im Ruhrpark, im Einkaufscenter war direkt gegenüber, also du hast direkt drauf zugesehen, ein Bungalow frei. Da war vorher Dunkin' Donuts drin und wir haben gesagt, warum machen wir nicht einen Café? Wir können auch den San Sebastian Cheesecake dort die Leute probieren lassen. Und es ist wirklich Wahnsinn. Wir verkaufen am Tag bis zu 500 Stücke San Sebastian Cheesecake. Leute kommen wirklich. Kann ich verstehen. Ja, oder? Wenn man es probiert hat, weiß man es. Die Leute kommen von weit her. Letztens eine Familie getroffen, die hat sich ein Hotelzimmer in Bochum genommen, um zu uns in den Shop und ins Café zu fahren. Und das finde ich echt Wahnsinn. Das ist wie so eine kleine Attraktion geworden. Mhm.
Das ist Wahnsinn. Man sieht auch in den Analytics, in den Zahlen bei uns, dass dieses Genre Rezeptur-Videos, Rezepte, Backen, Food ein sehr, sehr starker Trend ist, obwohl das auch schon ein Langzeittrend jetzt ist. Das seht ihr auch, ne? Also in euren Zahlen. Ja, absolut. Also das ist klar, es mal stagniert, mal geht es wieder hoch, mal ist wieder, im Sommer zum Beispiel, das ist immer das beste Beispiel, im Sommer hat man keine Lust, den Ofen anzuschmeißen, dann schwenkt man rüber auf No-Bake-Rezepte, erwartet dann aber auch nicht so die Klicks, die man dann vielleicht im Dezember bekommt, das ist dann aber so, damit muss man dann einfach rechnen. Mhm. Wie ist denn jetzt so die Erfahrung, aus dem Start von YouTube dann ins Offline-Geschäft zu gehen? Jetzt habt ihr auch sogar über YouTube, sehe ich, verstärkt Marketing für eure Produkte gemacht. Wie läuft es da? Genau, also ich habe damals, als ich mit YouTube gestartet habe, haben wir bei QVC gearbeitet und irgendwie sehe ich da so ein paar Parallelen, aber nur, dass es jetzt moderner ist. Also nicht Teleshopping, aber ich backe, ich zeige die Produkte dabei, ich sage auch immer wieder Alternativen. Also es ist nicht, dass du jetzt unbedingt mein Produkt brauchst, um das Rezept nachzumachen, das würde ich persönlich total unattraktiv finden. Aber ich zeige die Produkte in der Anwendung, ab und zu sage ich auch mal ein, zwei Sätze dazu, da habe ich mich anfangs immer so ein bisschen geschämt. Oder generell viel Werbung zu machen, bis dann Hamza gesagt hat, hey Kiki, steh doch dahinter, die Leute feiern das. Und mittlerweile gibt es ja auch durch YouTube Shopping, das ist ja das, was wir jetzt ganz neu integriert haben, die Möglichkeit, während ich über mein Produkt erzähle, wie zum Beispiel, dass unser Backrahmen eine Skala hat oder eine Klemmung hat. Ich erzähle, was der Vorteil ist, verlinke das in dem Moment und der User kann draufklicken, wenn er Interesse hat. Das Video läuft ja sogar noch weiter, das finde ich persönlich auch genial. Das heißt, das wird nicht abgebrochen. Das ist ein super Shopping-Erlebnis und wir haben auch unter anderem deshalb auf Shopify gewechselt oder unsere Plattform gewechselt, damit es halt noch attraktiver ist für den Zuschauer. Und ich merke das auch an den Zahlen. Natürlich machen wir doch Analysen, dass da wirklich tatsächlich jeder 10. Einkauf durch YouTube generiert wird. Wow, das ist ja beeindruckend. Also hat sich die Umstellung da gelohnt, ne? Absolut, ja. Und das ist quasi YouTube dann für euch nicht nur so ein, schön die Views und die Werbung zu haben, sondern es wird auch Umsatz generiert von euren Produkten. Ne? Ja, es werden Arbeitsplätze erschaffen. Also das ist das, was mich am meisten so ein bisschen begeistert. Ne? Also dass die Crew, ich sag mal ganz liebevoll Kiki-Crew, dass sie wächst, dass da Leute angestellt sind, die seit Jahren bei uns arbeiten und ihr Brot damit verdienen. Ne? Ja, und das ist alles in Bochum, ja? Genau. Dein Mann und du, ihr seid quasi die Unternehmer und das klappt gut, ja, wenn man zusammenarbeitet. Das klappt sehr gut. Man hat immer Gesprächsthemen, es wird nie langweilig. Manchmal kann es auch ein bisschen weniger Arbeit sein, gerade an den Wochenenden, aber da arbeiten wir jetzt gerade auch drauf hin. Ja, und früher hat er auch bei dir in der Videoproduktion mitgeholfen. Wie hat das denn alles angefangen? Also wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also habt ihr von Anfang an dieses Thema YouTube zusammen angetrieben oder? Wir haben uns kennengelernt beim Abitur und waren in einer Klasse und es war ein lustiger Zufall, weil er in der allerersten Unterrichtsstunde zu spät kam und dann war ausgerechnet ganz hinten der Platz neben mir frei und dann hat sich da so eine Clique gebildet, dann hat man sich super verstanden, der Humor war irgendwie total identisch und ja, so kam eins nach dem anderen. Irgendwann haben wir uns dann auch für verschiedene Studiengänge beworben, wurden aber beide für Wirtschaftsinformatik angenommen, haben beide Wirtschaftsinformatik angefangen zu studieren. Dann wurde es, also nach dem Grundstudium ging es dann ein bisschen in die Tiefe, dann haben wir gesagt, sollen wir jetzt doch vielleicht nochmal wechseln zu BWL, haben dann beide zu BWL gewechselt nach Bochum und dann im ersten Semester kam dann die Entscheidung, weil wir dann zwischenzeitlich mit YouTube angefangen haben, hobbymäßig, wie es halt so ist am Anfang, und dann kam die große Frage, was machen wir jetzt? Hören wir jetzt auf unser Kopf und machen das Studium weiter, machen das Vernünftige, sag ich mal, oder hören wir auf unser Herz, entgegen aller Meinungen, entgegen der Meinung unserer Eltern vor allem, und machen YouTube? Und das war Ende 2016, war das ja noch nicht so wie heute. Da wurdest du belächelt, ne? Also wirklich, die Leute haben gesagt, ja, ihr seid doch wahnsinnig, was macht ihr da? Ihr setzt alles in den Sand und euer Geld und so weiter, was man da investiert, verdienst ja auch anfangs natürlich nichts, weil du es alles wieder reinsteckst, ja. Und so haben wir dann einfach gesagt, komm, wir machen es einfach. Man kann immer noch im Leben abbiegen, umbiegen oder wie auch immer, wir versuchen es jetzt einfach. Toll, genau. Und seit wann könnt ihr davon leben? Boah, so richtig leben. Also wir haben ja 2019 den Online-Shop gegründet. Da wurde natürlich nochmal viel investiert. Wir haben uns da auch keine Hilfe von der Bank oder sowas genommen. Es wird alles reinvestiert und so richtig leben, also ich sag mal entspannt leben. Ich guck mal ganz kurz zum Hamza, 2021 würde ich jetzt sagen, sodass man wirklich keine Sorge haben muss wegen den Fixkosten etc. Oder 2020 so um den Dreh. Es hat schon ein paar Jahre gedauert. Was für Einnahmequellen gibt es denn noch?
Es gibt ja noch Kooperationspartner. Da kooperiere ich eigentlich so im Food-Bereich viel. Ich habe zum Beispiel mit Kaufland seit 2019 schon eine langfristige Kooperation. Ich bin quasi das Backgesicht für Kaufland. Ich mache Rezepte für die, für deren Kanal, aber auch für meinen Kanal. Für den YouTube-Kanal. Für den YouTube-Kanal. Ich bin regelmäßig im Prospekt zu sehen und wir machen eigentlich ganz viel zusammen. Wir sind quasi so ein bisschen verheiratet. Ach, schön. Und was für Videos sind das dann? Das sind reine Rezeptvideos. Also genau so, wie ich sie für meinen Kanal mache, mache ich sie dann einfach mit Kaufland-Zutaten. Und ich gehe auch privat immer gerne bei Kaufland einkaufen, daher ist das auch ein gutes Match. Und die Produkte gibt es aber nicht dort, sondern nur bei dir im Shop, oder wie ist das? Genau, also ich benutze meine eigenen Produkte nach wie vor. Das sind natürlich die Backartikel, Mehl, Zucker etc., die sind dann natürlich von Kaufland. Meine Haselnusscreme ist auch deutschlandweit bei Kaufland gelistet, da haben wir auch eine schöne Marketingaktion. Also ich sage ja, Kaufland Marketing ist für mich auch einer der besten Marketing-Teams, weil die machen immer viel. Wir machen dann immer, beim Hazel Cream-Video haben wir zum Beispiel, sind wir bei uns im Lager eingebrochen und haben die Hazel Cream geklaut und dann zur Kaufland-Filiale gebracht. Das Video gibt es auch auf YouTube online. Und, Kaufland-Marketing-Chef war auch schon in diesem Podcast. Sehr cool. Und wenn man jetzt über die Zukunft Pläne macht, seid ihr so Menschen, die jetzt so einen Masterplan erstellen und haben? Oder seid ihr eher so, was jetzt mein Verdacht ist, diese Gefühlsmenschen zu sagen, wir gehen jetzt in die Richtung, wir wollen das noch machen, vorsichtig gucken, vom Herzen heraus, ist das so oder ist es so ein analytischer, strategischer Masterplan? Also du hast es gut analysiert, wir sind wirklich voll die Herzmenschen, also wir haben keinen riesen Businessplan oder so, also auch das mit dem, wir wollten ja den Store eröffnen und das Café war gar nicht so im Blick und jetzt ist es allerdings so, dass ich komme ja auch aus einer Familie, wir hatten ein Familiencafé 18 Jahre lang. In dem Jahr, wo ich mit YouTube angefangen habe, haben meine Eltern das abgegeben, weil die auch einfach kaputt waren und nicht mehr konnten. Und ich brenne doch schon noch so ein bisschen für die Gastro. Und jetzt überlegen wir gerade, das zweite Café in Oberhausen im Einkaufszentrum zu eröffnen und dann vielleicht auch noch das dritte. Also wir haben gar nicht so den Masterplan, wollen natürlich auch super, super gerne mit YouTube weiter wachsen und noch mehr Menschen erreichen. Und jetzt es ergibt sich auch so vieles, was du gar nicht erwartest. Ist jetzt bald kommt noch mal was ganz Großes in Richtung TV auf mich zu, wo ich gesagt habe, ich bin gar nicht so der TV-Mensch. Also ich fühle mich total wohl auf Social Media, auf YouTube, aber warum nicht? Also dann habe ich es in meinem Portfolio, dann kann ich behaupten, ja, war ich auch mal gewesen und ich möchte auch einfach ausprobieren. Solange ich es auf YouTube sehen kann, ist das alles für mich okay, Kiki. Tatsächlich werden wir das dann anschließend auf YouTube hochladen. Nein. Das war mir nämlich ganz, ganz wichtig. Ach so, okay, ja, mach was du willst, aber das ist natürlich schön zu hören. Wenn man jetzt so dieses Video produzieren anspricht, das ist so, dass dir das nach wie vor noch sehr viel Spaß macht, auch immer noch der Kern dessen ist, was du gerne machst, weil du natürlich auch deine Leidenschaft für die Gastro gerade beschrieben hast. Aber YouTube ist weiterhin noch, macht dir noch Spaß und ist noch ein Herzensprojekt. Absolut. Also das ist das, was ich am allermeisten liebe. Einfach kreativ zu sein, zu backen. Und selbst wenn ich gerade nicht drehe, dann mache ich nichts anderes, als mich in die Küche zu stellen und zu backen. Du machst die Videos in Deutsch. Du sprichst demzufolge ein deutsches Publikum an, in drei Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz. Jetzt hat YouTube durch das multilinguale Audio-Tool, nochmal auf Deutsch gesagt, du kannst mehrere Sprachen in einem Video als Audiospur ja hinterlegen und dann kann der User eben seine Sprache auswählen. Bei MrBeast sind das 14 Sprachen zum Beispiel auf einem Video. Gibt es solche Pläne bei euch auch? Du machst, wie gesagt, die Rezepturvideos ja auch auf Deutsch. Absolut. Also da sind wir jetzt auch schon seit mehreren Monaten dran. Deswegen war ich so dankbar, dass YouTube eben dieses Tool rausbringt. Ist auch wichtig, weil ich bekomme jetzt schon viele Kommentare, auch auf Englisch oder auch mal auf Türkisch, wo dann gefragt wird, ja, kannst du es auch auf unsere Sprache übersetzen? Und ich hatte auch eine Dame eingestellt, die musste leider wegen Krankheit aufhören, habe mich dann weiter leider nie mehr drum gekümmert. Die hatte dann angefangen, die Untertitel einfach nur vernünftig nochmal aufzuschreiben. Und dadurch hatten wir dann auch in allen Sprachen übersetzt. Aber es ist ja was ganz anderes, wenn du die eigene Stimme nochmal in der anderen Sprache hörst. Und da hat Hamza, mein IT-Technik-Freak, sag ich mal, der hat da auch sich schon dran gemacht und versucht wirklich dann meine Stimme in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Das hat auch gut geklappt. Das hat aber auch unheimlich viel Zeit gekostet. Aber wie gesagt, wenn YouTube dann dieses Tool rausbringt, wir sind da
die Ersten, die das auf jeden Fall machen werden. Ja, ich glaube, San Sebastian Cheesecake ist ein Brand, die sehr gut international funktioniert, ja, wird schon, oder? Ja, absolut. Ja, was ist eigentlich in der Tüte da drin? Da ist der San Sebastian Cheesecake drin. Not really. Den hast du mit nach München geschleppt? Den habe ich mitgebracht. Der war im Flieger, der war am Flughafen, der war überall. Aber jetzt ist er bei dir und jetzt musst du den unbedingt mal probieren. Oh mein Gott. Dann kann ich ja jetzt direkt vergleichen zu meinem Werk. Ja, unbedingt. Dann muss ich gleich mal eine Gabel holen aus der Kantine hier. Ja, ich habe sogar Löffel mit. Oh, der wird ja nur gelöffelt, weil der so cremig ist. Ja, das stimmt. Ja, insofern muss ich schon sagen, dass meiner zu fest wurde. Weißt du warum? Kannst du dir vorstellen, warum? Fest werden kann eigentlich nur, wenn... An der Form. Ich hatte nicht die 20 Zentimeter, nee, was hast du... Ich habe die 20er im Video benutzt, ich habe ja eine Breite gehabt, dadurch ist der Kuchen flacher geworden, dadurch ist er ja schneller durchgegangen. Ja, natürlich. Aber du hast den Rückschluss schon mal gezogen. Ja, ich wusste es eigentlich vorher, aber ich konnte nicht noch schnell los und eine neue Form kaufen und dann muss ich erstmal in den Webshop gehen und dann... Oh nein. Aber gut, dass ich die mitgebracht habe, dann kannst du jetzt einmal in voller Pracht genießen. Ja, darf ich mal? Ja, gerne. Also der ist dann in so einer, also wenn ich jetzt in Bochum in euren Shop gehe, wird das genauso in einer schönen Verpackung dargeboten sozusagen, ja? Genau, also bei uns ist alles auch ansehnlich verpackt. Da ist auch wieder der Hamza für, der macht die Verpackungen, der macht die San Sebastian Schale. Die wurde extra von der Größe her für unseren Cheesecake auch gemacht. Die habe ich jetzt nicht dabei, weil die kriegst du nur, wenn du es auf die Hand mitnimmst. Mhm. Aber das hier ist jetzt eine für zu Hause. Und wann wird er gebacken und wann wird er dem Konsumenten quasi verkauft? Wie viele Stunden liegen dazwischen? Also wir backen immer nachts, damit wir diese mindestens 4 Stunden Kühlzeit dazwischen haben. Habe ich auch eingehalten. Hast du auch eingehalten? Ja, da natürlich. Braucht man schon viel Geduld, ne? Das ist schon gemein. Habe ich auch abends gemacht und am nächsten Tag war es dann natürlich... fest. Und am übernächsten Tag schmeckt er sogar noch besser. Ja, das Schöne war ja auch, dass ein glutenfreier Geburtstagsgast bei uns war und dem konnte ich das natürlich auch anbieten, weil gar kein Gluten drin ist. Genau. Erstmal hatte ich meinen Rezepttest mit Mehl versucht und dann dachte ich mir, boah, Mehl durch Speisestärke ersetzen können alle Menschen mitessen, die sich nicht von Gluten ernähren dürfen. Oh mein Gott, ja. Nee, meiner war nicht so cremig in der Mitte. Das muss ich leider gestehen, aber es war auch mein erster Cheesecake. Aber dafür, denke ich, ist er doch super geworden. Guck mal, ich habe dir auch unsere Creams mitgebracht, die kommen da, eigentlich werden die erwärmt bei uns im Café. Also als ich es in der Türkei kennengelernt habe, wurde Kuvertüre drüber gegossen, aber wir haben unsere eigenen Aufstriche und die werden bei uns in Eimern angeliefert. Mhm. Also die hier Kiki's Cream Schoko und Hazel sind quasi die Bestseller. Die werden in Eimern angeliefert, erwärmt und dann auch nochmal auf den Cheesecake gegeben. Und wenn der Gast dann sagt, boah, schmeckt mir mega, wo gibt's die Creme? Gibt's ein Cross-Selling? Und dann sagt unser Kaffeemitarbeiter, schauen Sie mal hinter mir im Store, da können Sie das auch im 200-Gramm-Glas bekommen. Super. Toll. Ist das nicht schwierig? Aber ich meine, Unternehmer zu werden und so da reinzuwachsen, da macht ihr auch viel Erfahrung. Ne? Ich gucke jetzt mal deinen Ehemann an. Ich merke halt so, man muss ja auch ein gutes Team sein. Ne? Also das sieht man so oft in verschiedenen Unternehmungen, dass wenn ein Team gut zusammen funktioniert, das seid ihr ja auch, dann klappt das. Ne? Aber man macht natürlich schon auch viel Erfahrung, oder? Also ich sag mal so, wir sind eigentlich wie beste Freunde. Also klar, Mann und Ehefrau. Aber ich glaube, zusammen als Team ist das nochmal irgendwie was anderes. Gerade wenn man die gleiche Leidenschaft teilt. Und für uns ist es wie das eigene Baby, das wir gerade aufziehen, hochziehen. Auch wenn das jetzt komisch klingt, aber das geht eigentlich in die richtige Richtung für uns. Und ich glaube, zusammen schaffen wir eigentlich immer alles. Cool. Und hast du einen Wunsch, einen Traum, eine Strategie, was mal in den nächsten Jahren so alles passieren soll? Wir sind sehr spontan. Wie schon gerade Kiki gesagt hat, wir sind ja eigentlich war das Zorno geplant. Und dann habe ich das Café gesehen, also dieser kleine Bungalow. Und dann haben wir gesagt, der ist auch frei. Und gucke ich so Kiki so an. Ich so, ey, San Sebastian Cheesecake? Also wir leben halt von dieser Spontanität und deswegen, also mein Ziel ist es schon, noch ein Café zu öffnen. Wie gesagt, in Oberhausen ist gerade geplant. Was noch eventuell cool wäre, natürlich einen dritten, vierten, aber wir wollen erstmal quasi uns bei uns in den eigenen Reihen das gut aufstellen und dann können wir gerne auch mal eventuell nach Frankfurt, weil das ist eigentlich der Plan B quasi und Plan C wäre dann Berlin. Und vielleicht auch irgendwann München, weil München, ich habe sehr viele Zuschauer aus München, die mir sagen, ey, hier in München gibt's nichts. Ihr müsst hier nach München kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist, weiß ich es nicht, aber... Wenn hier jemand zuhört und eine schöne Ladenfläche hat,
zuschlagen, würde ich sagen, oder? Ja, also im Endeffekt, wir sind ja mit YouTube groß geworden. So, wir sind ja im Endeffekt YouTuber. Klar, wir sind auch Unternehmer geworden, aber für uns ist natürlich alles schwierig, jetzt in dieses Business nochmal einzusteigen, weil wir wollen ja auch nicht unser wirkliches Hauptziel jetzt vergessen und vernachlässigen, weil YouTube ist halt das Ding, was uns am meisten Spaß macht. Natürlich macht uns das Café und das Store natürlich auch Spaß und der Online-Shop, aber wir wollen natürlich jetzt den Fokus natürlich auf YouTube legen. Und wenn wir jetzt anfangen, jetzt in die Gastro zu gehen oder in die Offline-Welt mehr oder in den Online-Shop mehr, dann verlieren wir natürlich auch eventuell dann die Basisarbeit. Genau. Da habe ich eine Frage an dich, Kiki. Noch einmal das Mikro rüberreichen. Wie schaffst du denn die Balance zu halten zwischen Kiki mal nichts machen und Kiki, die liebt, Videos zu machen, zu kochen, zu backen? Ich sag mal, Work-Life-Balance. Das ist mein größtes Laster tatsächlich. Also das kriege ich noch nicht so gut hin. Aber ich versuche mir natürlich bewusst, also wir arbeiten ja von zu Hause. Meine Studioküche ist meine Küche. Ich laufe vom Schlafzimmer morgens einmal ins Bad und dann rüber in die Küche und bin auf der Arbeit. Das ist ein bisschen schwierig, aber wir versuchen zumindest an bestimmten Wochentagen zu sagen, okay, heute ist Sonntag, komm, lass uns mal den Laptop runterfahren oder wir gehen bewusst mal raus. Man muss sich da ganz bewusst die Zeit für nehmen. Wenn man da einmal abgleitet und das nicht einfängt, diese Freizeit und diese Freiheit sich zu nehmen, dann verliert man sich da ganz schnell drin. Kannst du denn, das ist ja auch ein Podcast, der viel von Creatorinnen gehört wird oder auch Beginnern, kannst du jungen Menschen sagen, einen Tipp geben, die jetzt anfangen wollen auf YouTube? Ich finde, bevor man anfängt, ist das Wichtigste, sich so einen ganz, ganz kleinen Fahrplan zu machen. Gar nicht sehr weitsichtig, sondern einfach, was will ich in den nächsten Wochen alles erreichen, was will ich hochladen. Für mich ist das Wichtigste auf YouTube gar nicht, dass man die beste Kamera hat oder sowas. Für mich ist der Ton unheimlich wichtig, dass man sich da einfach ein gutes Mikrofon anschafft und da muss man einfach Spaß an der Sache haben. Wenn man von Anfang an einfach den Spaß verliert, dann ist man demotiviert, dann hat man keine Lust, dann zwingt man sich da so ein bisschen rein. Natürlich hat man auch mal Tage, das habe ich auch, wo ich morgens aufstehe und sage, boah, heute würde ich am liebsten einfach im Bett liegen bleiben, das gehört dazu. Aber wenn das nur in 1% der Fälle so ist und 99% ist Leidenschaft und Spaß, dann macht man eigentlich alles richtig. Du hast gerade Leidenschaft gesagt. Wie ist das denn bei dir? Wie bist du denn auf das gekommen, was du jetzt gerade auf YouTube machst? Also du bist ja, denke ich, wie viele andere deiner Leidenschaft gefolgt, oder? Also wie bist du in dieses Backen, Kochen-Thema gekommen? Food? Genau. Meine Mama hatte ja das Café, das ist ein familiengeführtes Café gewesen und hat dort auch die Torten selbst gebacken. Und wie hieß das? Café Harmonie, das gibt's nur leider nicht mehr, aber es war wirklich so auch, ja, das war auch Harmonie. Also ich hatte die Möglichkeit, gehe ich nach der Schule nach Hause oder laufe ich ins Café? Und ich bin dann immer ins Café gegangen, habe meiner Mama immer über die Schulter geschaut und die hat ja gebacken und dann direkt in die Theke. Und dann habe ich dann auch noch die Gäste beobachten können, wie sie dann die Torten meiner Mama probiert haben, das total gemocht haben. Alte Was Backbücher hast du bei, in und so denen weiter. Gesehen? In den Die waren total begeistert, weil die meisten Cafés drumherum, die haben natürlich zugeliefert bekommen. Es war nicht viel frisch gemacht, selbst gemacht. Und das war da in dem Bereich, wo sie halt war, in der Gegend eine Rarität. Und die Leute haben es geliebt. Ja, was hat die Emmy denn heute gemacht? So. Und dann habe ich ihr immer über die Schulter geschaut. Und das Interesse wurde halt einfach da schon ja, in die Wiege gelegt, sage ich mal. Toll. Jetzt würde ich so gerne mal hier mit dem Löffel reinlangen. Ich muss natürlich mich noch entscheiden für eine Sorte Kiki's Cream. Ich würde es versuchen mit Hazel. Jetzt ist sie natürlich nicht erwärmt. Die muss eigentlich so richtig drüber fließen. Aber du kannst ja sonst auch, guck mal mit dem Löffel, ob du da gut reinkommst. Jetzt kommt der Moment. Ich werde zum ersten Mal in das Original San Sebastian Cheesecake reinlangen und mal probieren. Taste Test mit Georg. Oh ja, ich muss sagen, das ist doch nochmal Next Level zu mir selbst. Ich habe das nur zu 70% gut hinbekommen. Oh, naja, aber 70% ist ja schon mal eine gute Zahl fürs erste Mal. Wow. Toll. Das freut mich. Oh mein Gott, den werde ich jetzt nach dem Podcast ganz essen. Vielen Dank, dass du und dass ihr beide hier wart. Nicht nur gestern Abend und den ganzen anderen Creatern eure Erfahrungen mitgeteilt habt. Ich muss nochmal schlucken. Sondern auch den ganz vielen Creatern, die hier zuhören. Weil ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel, wie man sich auf YouTube entwickeln kann, wenn man dann noch jemanden findet, der einem hilft dabei, weil ich glaube, alleine ist es schwer, auf gewisse Levels zu kommen, ein gutes Team aufzubauen. Wenn jemand Fragen an euch hat, darf ich da E-Mails weiterleiten? Ja, also, absolut, sehr gerne. Danke für euer Kommen, danke für eure Insights und ich wünsche euch eine gute Heimreise nach Bochum. Danke für die Einladung, vielen, vielen Dank. Alles Gute euch. Dankeschön. Tschüss.